Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal mit einem Review zu einer neuen Karte. Zwar Nummer 95, Galaxy Eyes Dark Matter Dragon. Wahrscheinlich habt ihr schon von dem gehört. Hat jetzt ein bisschen Hype bekommen. Er wurde gerade angekündigt in der Premium Gold Return of the Bling. Die wird Mitte des Monats jetzt dann erscheinen. Es wurde halt bestätigt, dass er da drin ist. Und er hat echt einen guten Effekt. Deswegen wird er auch ein bisschen gehypt und deswegen werden wir uns ihn heute mal genauer anschauen. Das ist ein Exceed-Monster. Es braucht 3 Level 9 Monster. Drache, Effekt, 4000 ATK, 0 Defense und Finsternis-Attribut. Effekt ist, dass du ihn auch specialen kannst, indem du ihn einfach über ein Galaxy Eyes XYZ-Monster drüber legst. Also bisher gibt es nur Nummer 107, Galaxy Eyes Tachyon Dragon. Im OCG gibt es noch Galaxy Eyes Full Armor Photon Dragon. Den gibt es halt bei uns nicht. Und Nummer 107 kann man halt mit zwei Level 8ern beschwören, egal welche. Und dann kann man einfach Nummer 95 drüber legen. Also sein Effekt ist, wenn der Exceed beschworen wird, kannst du drei Drachenmonster mit unterschiedlichen Namen von deinem Deck auf den Friedhof legen. Und dein Gegner banisht halt drei Monster von seinem Deck. Und dann kannst du einmal pro Runde ein Material abhängen und es kann in dieser Runde bis zu zwei Monster angreifen. Man bemerke hier, also zwei Monster angreifen, nicht zweimal gesamt angreifen. Also, du kannst jetzt zum Beispiel nicht ein Monster angreifen und dann direkt oder so, sondern echt nur zwei Monster. Also, was ist jetzt an dem so stark? Und zwar kann er, wie gesagt, diese drei Drachen millen und damit kann man halt so Sachen wie Eclipse Wyvern millen und dann Red Eyes banishen und die ganzen E-Dragons. Aber man kann auch sowas wie White Stone millen und dann sich weißen Drachen auf die Hand holen, also einfach sehr viele verschiedene Sachen kann man millen und einfach sehr viele Ressourcen aufbauen. Eine Kombo ist halt zum Beispiel, dass man Wyvern millt, Red Eyes banished und dann zum Beispiel noch ein E-Dragon und noch irgendeinen anderen Drachen und dann den E-Dragon beschwört, sich Red Eyes dann auf die Hand holt. Dann kann man die Nummer 95 banishen für Red Eyes, mit Red Eyes dann 107 Spezial beschwören. Und dann wieder ein 9,95er aus dem Extra-Deck drauflegen. Und dann wieder drei Karten millen. Also drei Drachen millen. Und dann hat man einfach unendlich Ressourcen. Ist auf jeden Fall sehr stark. Und viele meinen halt, das ist die Wiedergeburt von E-Dragon-Deck. Was durchaus sein kann. Aber wenn ich mir das so anschaue im jetzigen Meta, fällt halt auf, dass es eine Clause Valkyros gibt, der die Angriffe einfach blockieren kann. Und das Deck ist halt hauptsächlich auf OTK basiert, wohingegen das alte E-Dragon auch Control sein konnte. Deswegen denke ich mal, dass es nicht so erfolgreich sein wird, aber wir werden sehen. Jo, das war das Review zu Nummer 95. So ein Tipp: Sammelt euch Nummer 107 an. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der wert ist, aber wenn der rauskommt und das Deck irgendwas kann, dann wird die Karte auf jeden Fall steigen, weil man den braucht dafür. Ansonsten war es das mit dem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren und ciao.